Ja, guten Abend und herzlich willkommen hier im Deutschen Museum bei Wissenschaft für Jedermann. Auch herzlich begrüßen möchte ich alle draußen vor den Computern, vor den Bildschirmen, die uns jetzt zuhören. Und mein Name ist Christian Zicker, ich bin Kurator für den Bereich Astronomie hier am Deutschen Museum. Sie sehen hinter mir passend eigentlich zum Thema heute ein Planetarium. Jetzt ist es ein bisschen verdeckt durch den Screen, aber momentan gibt es leider noch keine Vorführungen, aber am 5. Mai werden wir die Sonderausstellung 100 Jahre Planetarium eröffnen. Und vor 100 Jahren hat nämlich am Deutschen Museum die weltweit erste Planetariumsvorführung stattgefunden. Heute geht es aber nicht ums Planetarium, sondern um die Frage, warum es uns gibt und wie viel Glück es braucht, dass es uns gibt. Katrin Altweg ist aus Bern zu uns gekommen. Sie ist emeritierte Professorin für Weltraumforschung und war an den spannendsten Weltraumkommissionen zu Kometen beteiligt. An die Giotto-Mission werden sich nicht so viele erinnern, das war 1985. Dagegen sind den meisten noch gut die hervorragenden Bilder des Kometen Jury von 2015 in Erinnerung. Und auf dem kolossalen Steinhaufen, da konnte ja zum ersten Mal sogar eine Sonde landen. Und Katrin Altweg war die Hauptverantwortliche für das Massenspektrometer, allerdings nicht auf dem Lander, sondern auf dem Satelliten, der quasi um den Kometen gekreist ist. Wir haben übrigens ein Testmodell von der Harpune, mit der sich der Lander festhaken sollte, was da nicht funktioniert hat, haben wir hier in der Sammlung. Und ich hätte gerne noch hinzugefügt, dass wir gerne auch noch das Massenspektrometer hätten für die Sammlung des Deutschen Museums. Naja, Kometen sind auf jeden Fall ein guter Ort, um den Ursprung des Lebens auf die Spur zu kommen. Und Katrin Altweg hat die Spur weiterverfolgt. Und ich freue mich mit Ihnen jetzt um einen spannenden Vortrag. Die Bühne gehört Ihnen. Guten Abend allerseits. Ich hoffe, Sie verstehen mein Schweizerdeutsch angehauchtes Hochdeutsch, Berndeutsch. Vielen Dank für die nette Einführung. Heute sprechen wir darüber, wie viel Glück braucht es, dass es uns überhaupt gibt und dass wir heute hier sind. Einstein hat mal gesagt, Gott würfelt nicht. Einstein hat gehadert mit der Quantenmechanik. Für ihn mussten die physikalischen Gesetze deterministisch sein. Das heißt, wenn man nur die Anfangsbedingungen genau kennt, wenn man die Randbedingungen genau kennt, wenn man die Gesetze ganz genau kennt, kann man im Prinzip alles voraussagen. Also auch die Tatsache, dass wir heute hier sind. Und Quantenmechanik hat ihm widerstrebt, weil in der Quantenmechanik können Sie zwei Zustände haben oder mehr Zustände haben, die mit genau der gleichen Wahrscheinlichkeit passieren, völlig unabhängig von ihrer Vorgeschichte. Also rein zufällig. Und das hat Einstein überhaupt nicht gemacht. Und darum hat er gesagt, Gott würfelt nicht. Ich werde jetzt dieses Prinzip ein bisschen anwenden auf unser Dasein. Hat Einstein recht? Unsere Vergangenheit und auch unsere Zukunft. Und dafür müssen wir zuerst einmal zurück in die Geschichte des Universums. 13,8 Milliarden Jahre, sagt man heute. Eine relativ lange Zeit. Sie mögen sich vielleicht erinnern, was Sie vor einem Jahr getan haben. Da war das Museum noch zu, oder? Vor 10 Jahren waren wir alle 10 Jahre jünger. 100 Jahre, die Zeit unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. 1000 Jahre, tiefes Mittelalter. Ums Jahr 1000. 10.000 Jahre, Steinzeit oder Bronzezeit. Wer hat aufgepasst in der Schule? Niemand. 100.000 Jahre, Eiszeit. 1 Million Jahre, das ist schon sehr lange her. 10 Millionen ist noch ein bisschen länger. 100 Millionen ist wirklich lange.
eine Milliarde, 10 Milliarden, das ist alles sehr, sehr lange. Und wir Menschen mit unseren vielleicht 80, 90 Jahren Lebenserwartung können uns das nicht vorstellen. Und damit Sie sich das ein bisschen vorstellen können, quetschen wir jetzt die 13,8 Milliarden Jahre in ein Jahr zusammen, in ein Universumsjahr. Eine Idee von Carl Sagan. In diesem Universumsjahr ist am 1. Januar um Mitternacht der Big Bang, der Urknall. Und wir sitzen heute wiederum um Mitternacht am 31. Dezember und warten auf den Glockenschlag. Das können Sie sich vorstellen. Genau ein Jahr seit dem Urknall. Was ist passiert? Im Januar der Big Bang, zwar am 1. Im Februar hatten wir bereits die ersten Sterne. Und wie wir heute vom James Webb wissen, sogar die ersten Galaxien. Im März unsere Milchstraße. Dann Mitte August das Sonnensystem. Die Sonne, die Planeten, die Kometen, was immer so rumfliegt bei uns. Einen Monat später hier die Einzeller. Das erste Leben. Und im November dann die Mehrzeller. Und dann kam der Dezember. 17. Dezember das erste Wirbeltier. 18. Dezember die erste Pflanze an Land. Vorher war alles Leben im Wasser. 20. Dezember der erste Vierbeiner. Das war nicht ein Säugetier, das war eine Echse. Und dann logischerweise einen Tag später die Insekten. Die brauchten ja etwas zum Stechen. Heiligabend die Dinosaurier. Und an Weihnachten die Säugetiere. Am 27. Dezember lernte der erste Vogel fliegen. Und am 29. starben die Dinosaurier wieder aus. 5 Tage haben sie es gemacht. 31. Dezember, 9:45 Uhr am Morgen, die Affen. Und 9:45 Uhr abends lernten sie auf 2 Beinen gehen. 11:12 Uhr, der Homo erectus, das erste menschenähnliche Lebewesen. Der ist gerade wieder ausgestorben. 6:00 Uhr kamen wir. Wir, der Homo sapiens. Uns gibt es in diesem Universumsjahr seit genau 6 Minuten. Noch nicht sehr lange. 15:00 Uhr lernten wir schreiben. 10:00 Uhr bauten wir Pyramiden. Und 1:00 Uhr entdeckte Kolumbus Amerika. Und jetzt ist Mitternacht. Wenn Sie sich das anschauen, ist ganz klar, der Mensch ist eine Fußnote der Geschichte. Das Universum hat sich ohne ihn entwickelt. Und es ist anzunehmen, wenn es den Menschen mal nicht mehr gibt, wird das Universum friedlich weitermachen. Die Dinosaurier haben es 5 Tage gemacht, wir 6 Minuten bis jetzt. Und Sie können sich selber überlegen, ob wir es nochmal 6 Minuten machen oder ob wir es vielleicht auch 5 Tage machen wie die Dinosaurier. Im Moment tippe ich auf weder noch. Gehen wir zurück zum Anfang. Ich kenne 2 Beschreibungen für den Anfang. Die oben links, die kennen Sie wahrscheinlich auch aus der Bibel. Und die unten rechts ist die physikalische Beschreibung. Aus Energie wird Materie, nach der Gleichung E gleich mc². Sie können Energie in Materie umwandeln und umgekehrt. Und man nimmt an, dass im Urknall genau das passiert ist. Aus Energie wurde Materie. Ich nehme nicht an, dass Sie in München Angst haben vor einem Big Bang, oder? Darum habe ich einen mitgebracht. Einen kleinen von Bern. Achtung, fertig, los. Gut, das war er.
Der Big Bang war erstens einmal dunkel, wenn man den hätte von außen betrachten können. Sie haben zu dem Zeitpunkt extrem viel Energie an einem Ort. Das ist wie ein wahnsinnig großes schwarzes Loch. Da geht nichts weg, auch kein Licht. Und darum war es dunkel. Und auf der anderen Seite war er auch still. Um Töne zu übermitteln, brauchen sie Materie. Zu der Zeit gab es keine Materie. Und darum konnten sie auch keine Töne übermitteln. Hier brauche ich Gas oder Luft, Flüssigkeit, Festkörper, was auch immer. Aber ohne Materie können sie keine Schallwellen übermitteln. Demzufolge war der Big Bang, wenn sie den von außen hätten betrachten können, war er auch still. Und wenn Sie jetzt enttäuscht sind, das ist einfach Physik. Oder? Es gibt dann die Leute, die fragen, ja, was war dann vorher? Und da kenne ich auch wieder zwei Antworten. Und eigentlich die erstaunlichere ist die oben. Augustin von Hippo, ein Kirchenfürst, hat schon 500 nach Christus gesagt, Gott schuf die Welt nicht in der Zeit, sondern mit dir. Das heißt, ohne Welt keine Zeit. Und genau dasselbe sagt dann Einstein, ohne Materie keine Zeit und auch kein Raum. Und darum ist die Frage nach dem Vorher falsch. Wenn Sie keine Zeit haben, gibt es kein Vorher. Wenn Sie keinen Raum haben, gibt es kein Außerhalb. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die fragen, ja, was hat dann der Herrgott vorher gemacht? Und da weiß ich nur eine Antwort. Der Herrgott hat vorher die Hölle gemacht für Leute, die solche Fragen stellen. Wenn wir uns jetzt die Geschichte der Materie anschauen, dann haben wir eben beim Big Bang entsteht die erste Materie. Und was entstanden ist, ist vor allem Wasserstoff, das leichteste Element, das wir kennen. Ein bisschen Helium bis zu Lithium 7, aber sonst nichts, kein schwereres Element. Umgekehrt, aller Wasserstoff, den wir heute im Universum haben, stammt direkt aus dem Big Bang. Keine zweite Quelle. Ich werde später darauf zurückkommen. Die Materie, der Wasserstoff, hat sich ausgedehnt, hat Raum und Zeit geschaffen und bald schon gab es die ersten Sterne. Und ein Stern ist ja nichts anderes als ein Riesenball von Gas. Und weil er so riesig ist, hat er Anziehungskraft auf sich selber. Das heißt, die Gasatome kommen näher und näher und näher, bis sie miteinander verschmelzen können. Und so können sie die Elemente aufbauen. Wasserstoff, Deuterium, Tritium, Helium. Drei Heliumer zusammen gibt einen Kohlenstoff. Kohlenstoff und Helium gibt Sauerstoff. Dem sagt man Nukleosynthese. Und so können Sie das ganze Periodensystem, wie Sie es vielleicht einmal gelernt haben in der Schule, aufbauen bis zu Eisen. Eisen ist das Element, das im Kern am besten gebunden ist. Und dann sind Sie so in einem Energietal unten. Und von dort kommen Sie nicht mehr so einfach raus. Es ist kein Wunder, dass unsere Erde im Inneren sehr viel Eisen hat. Auf der anderen Seite gibt es schwerere Elemente, wir wissen das. Also mindestens mein Mann sagt, dieser Ring hier sei aus Gold. Und er wird schon recht haben. Wo entsteht dann Gold? Nun, Sterne, die leben nicht ewig, nichts lebt ewig. Und es ist bei den Sternen ein bisschen wie bei den Hunden. Die Kleinen leben länger und die Großen leben kürzer. Die großen Sterne, die explodieren als Supernova. Und bei einer Supernova wird die Temperatur und der Druck noch einmal viel höher als in einem normalen Stern. Und dann können sie aus diesem Energietal rauskommen vom Eisen. Das reicht immer noch nicht für Gold. Bei Supernovas bleiben häufig am Schluss Neutronensterne übrig. Das sind Sterne, die nur noch aus Neutronen bestehen. Keine Protonen, keine Elektronen mehr, keine geladenen Teilchen. Und damit stoßen sich die Teilchen auch nicht mehr gegenseitig ab. Neutronensterne sind häufig klein, aber extrem massereich, extrem schwer. Und die gibt es irgendwie häufig im Doppelpack. Ich weiß nicht, das ist jeweils eine Aktion oder so.
Und dann tanzen die Sterne umeinander herum, bis sie miteinander kollidieren. Das konnte man 2017 zum ersten Mal dank Gravitationswellen beobachten. Und wenn das passiert, wenn Neutronensterne kollidieren, dann wird noch einmal sehr viel mehr Energie frei. Und dann machen sie auch Gold. Also, wenn Sie das nächste Mal Gold brauchen, gehen Sie nicht auf die Bank, sondern kaufen Sie sich 2 Neutronensterne. Und so können Sie schlussendlich das ganze Periodensystem aufbauen, wie Sie es kennen. Hier haben Sie verschiedene Farben. Blau, das ist direkt aus dem Big Bang, aus dem Urknall. Dann haben Sie die grünen, zum Beispiel Kohlenstoff, Stickstoff, C und N. Das ist von kleinen Sternen, wie zum Beispiel unsere Sonne. Sie haben die gelben, Sauerstoff, Schwefel, Phosphor. Das sind Supernova-Elemente. Und dann haben Sie die violetten, zum Beispiel hier Gold. Das ist dann Neutronensternkollision. Jetzt können wir den Menschen anschauen. Nehmen Sie an, Sie seien etwa 75 Kilo schwer, dann sind 44 Kilo von Ihnen sind Sauerstoff. Sprich, wenn wir hier schauen, stammt aus einer Supernova. 20% Kohlenstoff oder 14 Kilo, schauen Sie hier, stammt aus einem kleinen Stern. Dann haben wir etwa 10% Wasserstoff, 7 Kilo. Das kommt direkt aus dem Big Bang. Und dann haben wir noch übrige Elemente, unter anderem Jod. Und das ist dann ein Neutronensternelement. Das heißt, wir sind wirklich Sternenstaub. Und zwar nicht von einem Stern, sondern von ganz verschiedenen Sternen. Und ohne unsere eben sehr lange zurückliegenden Vorfahren, diesen Sternen gäbe es uns nicht. Wenn Sterne sterben, dann geben sie ihr Material ab an die Umgebung. Das Material kühlt ab und kommt zu Temperaturen, wo Moleküle möglich werden, Verbunde von Atomen. Und das Erste, was passiert, sind Moleküle, die sehr gute Bindungsenergie haben, weil es immer noch heiß ist. Diamant, Siliziumkarbid, Eisenoxid und Ähnliches, oder was wir so gemeinhin als Staub bezeichnen. Wir haben dann hier also Staub und Gas, und das wandert durchs Universum und kann sich dann in solch dunklen Wolken wiederfinden, wie der Pferdekopfnebel im Orion. Diese dunklen Wolken, die bestehen eben hauptsächlich aus Staub, darum sind sie dunkel, und die sind nun extrem kalt. 10 Kelvin, minus 260 Grad Celsius. Und wenn es Chemiker unter Ihnen hat, dann sagen die mir jetzt sofort, keine Chemie. Bei diesen Temperaturen fällt die Aktivierungsenergie, da können Sie keine Chemie mehr machen. Heute wissen wir, dass das nicht stimmt. Man macht Chemie, und zwar an den Oberflächen dieser Staubkörnchen. Diamant oder Siliziumkarbid oder so. Das ist katalytische Chemie, geht ohne Aktivierungsenergie. Und das kann man beobachten, zum Beispiel mit dem ALMA-Teleskop von Chile. Und da findet man Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasser, Methan, Methanol. Und wenn man ein klein bisschen dieser Sterne in der Umgebung dazu gibt, dann können wir die ganze organische Chemie machen, wie wir es kennen, bis zu Vorläufern von Aminosäuren. Nun, wenn die Wolke zu schwer wird, dann kollabiert sie. Das Material wird wieder sehr dicht und daraus können sich dann wieder Sterne entwickeln und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Aber das sind 2 Generationen Sterne. Die haben schon schwere Atome und werden dann einfach noch ein bisschen mehr von diesen schweren Atomen durch Nukleosynthese kreieren. Und beim zweiten, dritten Mal ist das passiert, was für uns interessant ist. Es hat eine Scheibe gegeben. In der Mitte hat sich die Sonne gebildet, darum herum die Planeten. Und heute haben wir sehr verschiedene
Himmelskörper in unserem Sonnensystem, alle aus der gleichen Staubwolke. So hat es ausgesehen hier in München vor 4,5 Milliarden Jahren. Ich bin schon älter, aber also die Foto ist nicht von mir. Dann ist das zusammengefallen. Es hat einen sogenannten solaren Nebel gegeben und im Himmel ist es halt wie auf Erden. Wer hat, dem wird gegeben. Jemand, der reich ist, wird immer reicher. Jemand, der arm ist, bleibt arm. Dieser hier ist schon ein bisschen reich, hat schon Material, hat Gravitation, kann Material anziehen, kann wachsen. Wenn da die Kleinen, die werden entweder gefressen oder bleiben klein. Und so ist eben passiert, dass sich in der Mitte die Sonne gebildet hat und die war nun richtig gierig, hat fast alles selber gefressen, mehr als 99% des Materials dieses solaren Nebels. Und darum ist es wahrscheinlich nicht ganz verwunderlich, dass die inneren Planeten klein geblieben sind hier. Die hatten einfach keine Suppe mehr. Während die äußeren, die hatten noch ein bisschen mehr und sind darum etwas größer geworden. Und da ist heute München. Nun haben wir die Erde geschaffen und die Frage ist, wie entsteht jetzt Leben, was braucht es überhaupt? Intelligentes Leben möchte ich lieber nicht definieren, weil wir noch keines gefunden haben. Aber wir können das ersetzen durch technologisches Leben. Also es braucht mal einen Planeten, der weder zu groß ist noch zu klein. Wäre es so groß wie der Jupiter, dann wären mindestens wir flach gedrückt durch die Gravitation. Wäre er klein wie ein kleiner Asteroid, dann müsste ich einen Schritt machen und dann würde ich fortfliegen, wäre auch nicht so praktisch. Und er muss in der sogenannten habitablen Zone sein, dort wo das Wasser flüssig sein kann. Er muss Wasser haben, er muss eine Atmosphäre haben, mindestens für Leben, wie wir es kennen. Er braucht organische Moleküle, aus dem besteht Leben, nebst Wasser. Und er muss relativ lange stabil sein, in langzeitstabilen Verhältnissen leben. Und er braucht zusätzlich ein bisschen kosmische Strahlung. Nicht zu viel, sind wir zu lange der wirklich kosmischen Strahlung ausgesetzt, dann werden wir strahlenkrank, dann sterben wir. Aber ein klein bisschen Strahlung braucht es, weil sonst gibt es keine Evolution. Dann wären wir immer noch Bakterien. Und dann wären wir nicht hier. Unsere Erde ist absolut ideal. Sie hat eine 1G-Gravitationsbeschleunigung. Jupiter wäre 25 Mal mehr. Eben 25 Mal mehr. Was uns runterziehen würde. Wir haben flüssig Wasser, das wissen wir. Wir haben eine Atmosphäre, wären wir auf der Venus, hätten wir da auf dem Kopf 92 Mal mehr Druck. Wäre auch nicht praktisch, oder? Wir haben organisches Material, woher immer das kommt, sei es von Kometen, von Asteroiden oder selbst gemacht. Und seit 3,8 Milliarden Jahren sind wir in relativ stabilen Verhältnissen. Und so lange hat es gedauert, vom ersten Leben bis zum Menschen. Und wir haben ein Magnetfeld, das schützt uns vor kosmischer Strahlung. Nicht vollständig, aber zu einem großen Teil. Und das ist wichtig. Gut, wie viel Zufall braucht es, dass ein Planet all das hat, was unsere Erde hat? Beginnen wir ganz vorne. Hier im Big Bang ist Materie entstanden, und zwar Materie und nicht Antimaterie. Quantenmechanisch wäre es, glaube ich, genauso wahrscheinlich, dass Antimaterie entsteht. Und dann wären wir alle Antimaterie. Aber das würde uns wahrscheinlich nicht stören, solange wir alle Antimaterie sind und nicht unter ihnen einer als mit Materie sitzt, dann gäbe es einen Knall. Aber solange wir alle Antimaterie wären, wäre das wahrscheinlich Wurst. Das ist Zufall hier, aber ein Zufall, der keine Rolle spielt. Von hier hat sich dann das Universum entwickelt, über
Eben zuerst war es dunkel, dann die ersten Sterne, die Galaxien und unser Sonnensystem. Der nächste Schritt ist dann, wie sich ein Sonnensystem entwickelt. Wir haben vorhin gesehen, wir brauchen verschiedene Sterne, damit der Mensch entsteht. Und zwar brauchen wir eine vernünftige Mischung, oder? Wir brauchen auf der einen Seite kleine Sterne, die zu roten Riesen werden, wie unsere Sonne, die machen den Kohlenstoff, den Stickstoff. Dann brauchen wir Supernova, die machen den Sauerstoff und Phosphor, das brauchen wir, das braucht der menschliche Körper. Und dann brauchen wir noch Uran. Jetzt sagen Sie, ja nein, Uran brauchen wir nicht wirklich, oder? Wir haben eigentlich kein Uran in uns. Hätte die Erde aber kein Uran, das Uran ist im Erdinnern, das zerfällt, erzeugt Wärme und macht, dass das Eisen flüssig ist im Erdkern. Und das flüssige Eisen macht, dass die Erde ein Magnetfeld hat. Wäre das Uran nicht da, wäre das Eisen fest und wir hätten kein Magnetfeld. Und dann hätten wir kosmische Strahlung und wahrscheinlich hätte sich da nie ein vernünftiges Lebewesen entwickeln können. Also wir brauchen Uran und dann brauchen wir eben noch unter anderem das Jod. Wir brauchen also auch Neutronensterne in unserer weit zurückliegenden Vergangenheit und wahrscheinlich in einer vernünftigen Mischung. Das haben nicht alle Planeten, dieses Glück, aber möglicherweise sehr viele. Heute schätzt man, dass es im Universum 10 hoch 22 Planeten hat. Sie kennen vielleicht das Lied «Weißt du, wie viele Sternlein stehen?». Meine Eltern konnten mir diese Frage nie beantworten. Heute sagt man, es hat mindestens 10 hoch 22. Und wir nehmen an, dass jeder Stern ein Planet hat oder mehrere. Also hat es wahrscheinlich mehr als 10 hoch 22 Planeten. Und das ist eine 1 mit 22 Nullen. Und wenn man so viele Planeten hat, dann muss es durch Zufall Planeten geben, die so viel Glück haben wie die Erde. Also mindestens die richtige Zusammensetzung. Und dann kommt natürlich sofort die Frage, ja, wo sind dann die anderen? Wieso hören wir die nicht, wenn es doch die gibt? Da gibt es eine Gleichung vom Herrn Drake, die hat nicht viel mit Physik zu tun. Das sind einfach Wahrscheinlichkeiten, die man miteinander multipliziert. Aber ich zeige sie trotzdem. Wir haben das R hier. Das ist die Anzahl Sterne und wir beziehen uns jetzt mal nur auf unsere Milchstraße. 100 Milliarden Sterne haben wir. Dann haben wir FP, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stern Planeten hat. Und da gehen wir heute davon aus, dass praktisch jeder Stern Planeten hat. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ich habe die hier mit 1 angegeben. Dann die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der Stern Planeten hat, ein Stern am richtigen Ort ist, nämlich dort, wo das Wasser flüssig ist. Auch das ist wahrscheinlich ziemlich wahrscheinlich. 50% nehmen wir an, der Sterne hat einen Planeten am richtigen Ort. Dann FE, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein Planet am richtigen Ort ist, dann dort auch Leben entsteht, haben wir keine Ahnung. Aber die Tatsache, dass das bei uns relativ schnell gegangen ist, oder von der Entwicklung des Sonnensystems, nur einen Monat später in unserem Universumsjahr hatten wir die ersten Einzeller, zeigt doch, dass das ein Vorgang ist, der wahrscheinlich häufig stattfindet. Sagen wir 20%, dass dann das Leben hier sich zu intelligentem Leben entwickelt, wie gesagt, wir haben noch keines gefunden. Und dass dieses sogenannte intelligente Leben dann Technologie entwickelt, das wissen wir nicht, habe je 20% eingesetzt. Technologie brauchen wir, um miteinander zu kommunizieren. Wir müssen elektromagnetische Wellen senden können und empfangen können. Nur so können wir kommunizieren, wie wir das heute wissen.
Und dann der letzte Faktor ist der kleinste. Das ist die Zeitdauer, die wir kommunizieren können, an der Zeitdauer der Lebensdauer der Galaxie. Wir können seit gut 100 Jahren kommunizieren und die Galaxie gibt es seit 13 Milliarden Jahren. Also das ist der kleinste Faktor hier, 1 zu 1 Million. Wenn wir das ausrechnen, dann gibt das 1000. 1000 Zivilisationen, die heute in unserer Galaxie senden und empfangen können. Da müssen wir sie doch hören, oder? Jetzt können Sie die statistisch verteilen in der Galaxie und dann kommen Sie darauf, dass die nächste zivilisierte, der nächste zivilisierte Planet 1600 Lichtjahre von uns weg ist. Das heißt, wenn wir heute Abend eine Meldung schicken, hallo, da draußen, wie geht's euch? Dann kommt die Antwort in 3200 Jahren. Ich bin geduldig, aber so geduldig auch nicht. Also das ist mal ein Hinderungsgrund, dass wir die anderen nicht hören und wahrscheinlich nie hören werden. Es gibt noch andere, es gibt physikalische, technische Hinderungsgründe. Insbesondere braucht es sehr viel Leistung, damit das Signal ankommt beim anderen Planeten und so weiter. Aber was wahrscheinlich viel mehr wichtig ist, ist das hier. Es braucht Glück für den Planeten, dass es überhaupt so weit kommt. So hat die Erde ausgesehen vor 4,5 Milliarden Jahren. Es war heiß, es war extrem vulkanisch. Zudem hat es diverse andere Planeten in der Umgebung. Und zu der Zeit wussten die Planeten noch nicht, wie man um einen Kreisel fährt. Die sind dann in alle Richtungen geflogen und so kam es, wie es kommen musste. Es gab eine Kollision eines etwa marsgroßen Planeten mit der Erde. Der kleinere Planet hat sich aufgelöst in Trümmern, zusammen mit einem Teil der Erdkruste. Und daraus ist das entstanden, unsere Erde und der Mond. Das ist, der Mond ist einfach ein Haufen Trümmer von dieser Kollision. Ich werde darauf zurückkommen. Zudem waren Jupiter und Saturn nicht immer dort, wo sie heute sind. Es hat viele Kleinkörper in diesem frühen Sonnensystem und die sind in den Jupiter gerast und in den Saturn gerast. Und das ist ein bisschen wie die Geschichte von der Ameise und dem Elefanten, oder? Wenn eine Ameise einen Elefanten wegstoßen will, passiert nichts. Aber wenn dann Millionen Ameisen kommen, dann macht der Elefant einen Schritt rückwärts. Und genau das haben die Planeten gemacht, die Großen. Der Jupiter ist näher zur Sonne gegangen, der Saturn weiter hinaus, bis sie in Resonanz waren. Und Resonanz heißt, der Jupiter ist genau zweimal um die Sonne gegangen, während der Saturn einmal rumging. Und das hat dazu geführt, dass der Schwerpunkt des Sonnensystems sich ständig verändert hat. Wenn der Saturn da war, war es im Gleichgewicht. Wenn er hier war, war es im Ungleichgewicht. Dann wieder im Gleichgewicht, wieder im Ungleichgewicht. Und die Kleinkörper hier, die drehen sich nicht um die Sonne, die drehen sich um den Schwerpunkt. Und wenn der Schwerpunkt ständig so macht, dann wissen sie nicht, um was sie sich drehen sollen. Und so kam es, dass sehr viele Kleinkörper vor 3,8 Milliarden Jahren auf den Mond fielen und natürlich auch auf die Erde. Also wenn Sie das nächste Mal auf den Mond gehen, müssen Sie schauen. Die Krater auf dem Mond sind die meisten gleich alt, 3,8 Milliarden Jahre. Heute schützen uns die großen Planeten vor zu vielen Einschlägen. Nicht vor allen, aber vor zu vielen, wie zum Beispiel hier Komet Schumacher-Levy, der direkt in den Jupiter stürzte, weil der Jupiter ihn abgefangen hat. Und jetzt noch ein paar Worte zum Klima. Das hier ist Wetter, nicht Klima. Das hier ist ganz klar Klima, und von dem sprechen wir ständig heute. Beängstigend, was passiert. Aber wir können das jetzt noch ein bisschen weiter zurückverfolgen.
Das ist auch Klima, Eiszeit. Ich glaube, wenn ich die Karte richtig interpretiere, war auch München unter dem Eis. Aber das wissen Sie vielleicht besser als ich. Also Bern war unter dem Eis. Vor 10.000 Jahren, 100.000 Jahren. Aber wir können das Klima natürlich über die ganze Erdgeschichte uns anschauen. Und das geht vom Archaikum hier bis zum Holozän. 4,5 Milliarden Jahre. Das hier ist das Klima in den letzten 500 Millionen Jahren. Und was Sie sehen, die mittlere Temperatur war so ungefähr 20 Grad. Die meiste Zeit ist die Kurve rot, diese Fieberkurve. Und rot heißt, die Erde hat kein Eis an den Polen. Wir haben Kaltzeiten hier, wir haben jetzt eine Kaltzeit. Aber der Normalzustand der Erde ist ohne Eis an den Polen. Und vor 56 Millionen Jahren war es so in Grönland. Schauen wir uns die ganzen 4,5 Milliarden Jahre an. Wenn wir beim Archaikum anfangen, die ersten 500 Millionen Jahre, da war es nun wirklich heiß. 200, 250 Grad an der Oberfläche des Planeten, kein Flüssigwasser, kein Wasser an der Oberfläche. Dann im Archaikum war es immer noch angenehm warm im Meer, so 55 bis 85 Grad. Hätte man gut baden können. Dann im Proterozoikum war es dann eher wieder kalt. Die ganze Erde, und nicht nur wie bei der Eiszeit, die ganze Erde war mit Eis bedeckt. Und erst im Phanerozoikum war die Temperatur relativ stabil und in dem Bereich, in dem wir existieren können. Und das ist relativ stabil. Also Sie sehen schon die Ausschläge, aber das ist, wenn Sie absolute Temperaturen hier nehmen, Kelvin, nur plus minus 10 Grad oder plus minus 5%. Das ist keine große Schwankung. Und das, obwohl in diesen 500 Millionen Jahren das CO2 und das Methan bis zu 10-fach höher waren als heute. Das Albedo, die Reflexion der Erde, hat geschwankt um einen Faktor 7. Also wie viel von der Sonneneinstrahlung auf der Erde absorbiert wird gegenüber was reflektiert wird. Faktor 7 geändert. Und die sogenannte solare Konstante ist eben nicht so konstant. Die wird immer grösser. Die Luminosität, die Leuchtkraft der Sonne nimmt zu und hat seit der Entstehung des Sonnensystems um 40% zugenommen. Trotzdem blieb die Temperatur bei uns stabil. Wieso ist das? Gibt es Mechanismen, die machen, dass das stabil ist? Und sind die naturbedingt? Also muss das so kommen oder ist es einfach Glück? Wenn wir uns anschauen, was macht, dass die Temperatur konstant bleibt, dann ist es einmal unsere Tektonik. Wir haben mit dem Erdbeben in der Türkei wieder gesehen, dass wir auf einem sehr unstabilen Planeten leben, oder? Die Erdteile verschieben sich ständig, weil eben im Inneren ist das Eisen flüssig und dann wir bewegen uns da drauf. Vor 250 Millionen Jahren gab es einen Erdteil, nur einen. Heute haben wir 5 und diese Erdteile bewegen sich auch heute noch mit etwa 2,3 cm pro Jahr. Also 2,3 Meter in 100 Jahren und genau das hat man in der Türkei gesehen. Das führt aber dazu, dass wir sehr viel Vulkanismus haben. Das gibt immer wieder Risse in der Erde, wo eben Magma raufkommen kann und das führt zu Vulkanismen, zu Vulkanen. Und wenn ein Vulkan losgeht, dann ändert er unsere Atmosphäre. Und zwar kann er das sowohl wärmer wie kälter machen. Wenn sehr viel Staub kommt, wird es dunkel, wird es kälter. Wenn sehr viel Schwefelmoleküle kommen, dann wird es wärmer.
Und das macht die Temperatur rauf und runter. Das Zweite, wir haben immer wieder Einschläge von Kleinkörpern. Wenn die auf München niedergehen, haben sie Pech gehabt. Die in Australien hatten noch ein bisschen Glück, aber nicht lange, weil so ein Kleinkörper sehr viel Staub in die Atmosphäre wirbelt. Und das führt zu einem nuklearen Winter. Dann wird es kalt. Und das Dritte, was die Temperatur regelt, ist das Erde-Mond-System. Die Erde hat eine schräge Drehachse. Und wenn wir den Mond nicht hätten, würden wir kippen. Es ist wie ein Eiskunstläufer. Wenn er die Arme draußen hat, ist es stabiler, als wenn er sie drinnen hat. Und der Mond ist unser Arm. Aber der Mond, der geht langsam weg von uns. Das braucht, wegen der Gezeitenkräfte braucht es Energie. Und das führt dazu, dass der Mond weggeht. Die Präzession der Erde wird langsamer und irgendeinmal wird der Mond uns nicht mehr stützen. Und hier hat man jetzt herausgefunden, durch Modellieren wäre der Mond nur 10 bis 80 Kilometer größer geworden durch diesen Unfall, durch diese Kollision am Anfang. Dann wären wir heute nicht hier. Dann wäre der Mond schon länger weg und die Erde würde kippen, das Klima würde völlig instabil für uns. Das sind alles Dinge, die auf Glück beruhen. Wann ein Kleinkörper kommt, wie groß der Mond geworden ist und wann wieder ein Vulkan wo losgeht, das sind nicht vorbestimmte Parameter, sondern das ist Glück oder Pech, je nachdem, wie Sie es sehen. Aber wir können schon sagen, mit 10 noch 22 Planeten im Universum muss es andere Planeten geben, die so viel Glück haben wie wir. Aber es sind nicht Tausende. Es sind wahrscheinlich nur ganz wenige. Und in dem Sinn haben wir Glück. Hätte die Erde eine interessantere Klimageschichte, wären wir heute nicht hier. Gut, wir haben bis jetzt Glück gehabt. Wie lange wird das noch dauern? Im Moment ist klar, wir sind unser eigener Feind. Wir tun mit der Erde, was wir tun. Und das ist wahrscheinlich nicht sehr gut. Wenn wir ein bisschen die Geschichte anschauen, wir hatten in den letzten 500 Millionen Jahren 5 Apokalypsen. Eine Apokalypse ist, wenn die Mehrheit der Lebewesen ausstirbt. Das sind die 5 hier. Hier sind 85% ausgestorben, hier 95% im Wasser, 75% an Land. Wir schauen uns mal nur die 2 an. Das war der Sibirische Trapp. Der Sibirische Trapp ist ein Riesenvulkan in Sibirien. Zu der Zeit gab es aber nur ein Erdteil. Aber einfach dort, wo heute Sibirien ist, gab es einen Riesenvulkan. Da sind bis zu 95% der Lebewesen im Wasser verschwunden. Und zwar, weil der Vulkan sehr viel Schwefel, SO2, ausgestoßen hat. Das ist im Meer gelandet, hat dort H2S, Schwefelsäure, gebildet. Und alles, was Kalk enthielt, hat sich aufgelöst in einem sauren Meer. 75% der Landlebewesen. Und was wir heute wissen, eben alles, was Kalk hatte, ist ausgestorben. Die großen Tiere sind ausgestorben. Die kleinen bis 20 cm haben überlebt. Und das ist etwas, bei allen 5 Apokalypsen war das so, die großen hat es genommen. Einfach zur Warnung, oder? Was überlebt hat, sind die Vögel. Die können sich viel besser an verschiedene Sauerstoffniveaus anpassen. Dann vor 66 Millionen Jahren, da kam ein Kleinkörper hier in den Golf von Mexiko, 12 Kilometer groß. Und der hat dazu mit einer Geschwindigkeit von 72.000 Kilometer pro Stunde, das sagt Ihnen schon, dass man einen solchen Körper nicht ablenken kann, wie Sie das bei Asteroiden versuchen. Der hat die mittlere Erdtemperatur, die vorher bei 20 Grad war, abgekühlt auf 0 Grad. Und insbesondere, Sie sehen die Erdteile hier, da war es klar unter 0 Grad, mittlere Jahrestemperatur. Dann wächst nichts mehr und so sind die Dinosaurier verhungert.
Kurz nachher kam aber noch der Deccan Trap, ein Vulkan in Indien, 500.000 Quadratkilometer hat er bedeckt, sprich die ganze indische Halbinsel vom Westen zum Osten hat man, findet man heute noch Lava. Und das hat dann die mittlere Temperatur nach diesem starken Abkühlen sehr stark erwärmt und hat dazu geführt, dass eben wieder sehr viele Lebewesen ausgestorben sind. Das hat dann irgendwie so ausgesehen, ich weiß auch nicht. Also. Ist nicht von mir dieses Bild. Aber was wir ganz klar sehen, oder? Jedes Mal bei einer Apokalypse ist es das Ende von etwas und gleichzeitig der Anfang von etwas Neuem. Wären die Dinosaurier hier nicht ausgestorben, gäbe es uns auch nicht. Die Säugetiere hätten keine Chance gehabt gegenüber den Dinosauriern. Also es brauchte diese Apokalypsen. Nun, wir hatten 5 Apokalypsen in 500 Millionen Jahren, sprich alle 100 Millionen Jahre eine. Die letzte war 66 Millionen Jahre her. Das heißt noch ungefähr 34 Millionen Jahre bis zur nächsten. Aber es ist Statistik. Kann auch morgen sein oder erst in 100 Millionen. Aber es wird kommen. Also wenn wir uns jetzt das Ende der Menschheit überlegen, nebst diesen Vulkanismen, vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, durch technische Möglichkeiten einen Teil der Menschheit zu überleben zu lassen, ich weiß es nicht. Aber was sicher kommt, ist einer der folgenden Dinge. Es kann sein, dass ein Stern in der Nähe durchzieht und von unserem Sonnensystem und im falschen Moment explodiert. Dann gibt es einen Gammastrahlenausbruch und wenn die Erde genau in der richtigen Richtung ist, dann ist das Leben auf der Erde in 24 Stunden weg. Und zwar alles, es wird sterilisiert. Aber ein großer Stern kann auch machen, wenn er nicht explodiert, dass es die Bahnen der Kleinkörper zuerst einmal, aber dann auch die Bahnen der Planeten verändert. Und das wäre für uns auch nicht gut, wenn die Erde näher zur Sonne geht oder weiter weg. Beides ist nicht ideal. Was sicher passieren wird, ist das hier. Die Sonne ist nicht stabil, die Leuchtkraft nimmt zu, und zwar ständig, und auch der Radius nimmt zu. Und so nimmt man an, in 600 Millionen Jahren haben wir ein inverses CO2-Problem, dann haben wir nämlich kein CO2 mehr in der Atmosphäre, weil die Mineralien mit dem CO2 aus der Atmosphäre reagieren und das rausziehen aus der Atmosphäre. Wenn es kein CO2 in der Atmosphäre hat, dann wächst auch nichts mehr, kein Gras, kein Baum. Und dann hat es auch nichts mehr zu fressen. Das ist also etwa in 600 Millionen Jahren. Dann der feuchte Grünhauseffekt, die Meere verdampfen, das Wasser geht in die Atmosphäre, es wird wegen dem immer noch heißer und es verdampft noch schneller und so weiter. Und schlussendlich verlieren wir dann auch noch unser Magnetfeld, weil das Uran zerfallen ist. Das Eisen wird gefrieren, haben wir kein Magnetfeld mehr. Bei Mars ist das schon passiert. Bei der Erde wird es noch ein bisschen dauern, aber es kommt. Und wenn wir kein Magnetfeld mehr haben, dann können die Teilchen, der Sonnenwind von der Sonne, unsere Atmosphäre weg erodieren. Dann haben wir auch keine Atmosphäre mehr. In etwa 5 Milliarden Jahren ist die Sonne am Ende. Sie wird sich aufblasen zu einem roten Riesen, wird Merkur, Venus, Erde fressen, den Mars wahrscheinlich gerade verpassen, dann zusammenziehen in einen weißen Zwerg, ihr Material abgeben an das Universum. Daraus gibt es dann vielleicht wieder dunkle Wolken. Und wer weiß, daraus ein neuer Stern, neue Planeten, neues Leben. Und dann dürfen Sie mich gerne noch einmal einladen. Komme ich wieder. Das Problem ist unser Universum. Auch das ist nicht nachhaltig. Und das hängt mit dem hier zusammen. Ich habe Ihnen gesagt, der Wasserstoff kommt alles aus dem Big Bang. Keine andere Quelle. Und im Universum wird Wasserstoff zu immer schwereren Elementen sogenannt verbrannt. Es ist nicht ein Verbrennen, es ist Nukleosynthese.
Und das macht, dass die Sterne leuchten. Und das hier ist eine Einbahnstraße. Geht nicht mehr zurück. Und jetzt können Sie sich selber überlegen, was passiert. Irgendeinmal hat es keinen Wasserstoff mehr. Und dann wird es dunkel. Dunkel und kalt. Eiskalt. Die Materie ist noch hier, aber man sieht nichts mehr. Und das kann man auch beobachten. In den letzten 2 Milliarden Jahren hat das Universum die Hälfte ihrer Leuchtkraft verbraucht. Das ist um die Hälfte runtergegangen. Und das wird so weitergehen. Ganz klar. Bis es dunkel ist. Nun, vielleicht sind wir ja nicht das einzige Universum. Vielleicht gibt es ja Multiversen. Und vielleicht ist ein Universum nichts anderes als eine Seifenblase entsteht und vergeht und dann gibt es etwas Neues. Das werden wir nie wissen, ist aber ein schöner Gedanke, oder? Und entspricht uns mehr, als einfach zu sagen, dann ist Ende. Aber was ganz klar ist, Einstein hatte wahrscheinlich nicht recht. Gott würfelt eben doch. Und in unserem Fall hat er 2 Sechser gewürfelt. Was auch klar ist, wir sind wahrscheinlich kaum die Krone der Schöpfung, sondern doch eher so ein Staubkörnchen in der Wüste oder eben ein Augenblick in der Ewigkeit. Und damit genießen Sie den Augenblick. Es ist unsere Verantwortung. Vielen Dank. Vielen Dank für den umfassenden Vortrag. Also es war wirklich ein großer Rundblick über unser Leben und das Weltall. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige Fragen gibt. Und wenn es Fragen gibt, dann bitte heben Sie doch die Hand und warten, bis das Mikrofon zu Ihnen kommt. Hier vorne ist schon die erste Frage. Ja, zunächst einmal ganz herzlichen Dank von mir für Ihren Vortrag. Wobei meine Frage jetzt vielleicht etwas extrem einfach ist. Sie sprachen von so vielen Dingen, die man weiß, unter anderem, dass die Leuchtfähigkeit des Universums abgenommen hat. Ich meine, ich weiß vieles über Bohrkerne und was man da über die Erdgeschichte und so weiter ermitteln kann. Aber wie kommt man auf Daten, die etwas über die Leuchtkraft des Universums über ich weiß nicht wie viele Tausend oder Millionen Jahre sagen kann? Milliarden Jahre sind es. Oder wenn wir Galaxien beobachten, die weit weg sind, machen wir ja automatisch einen Schritt in die Vergangenheit. Wenn die Galaxie 1 Milliarde Lichtjahre weg ist von uns, dann schauen wir 1 Milliarde Jahre zurück. Jetzt können Sie 2 Milliarden Jahre zurückschauen und schauen, wie hell waren die Galaxien, die Gesamtheit der Galaxien, die Sie sehen. Und das mit heute vergleichen, mit Galaxien, die nahe sind. Und dann kommen Sie darauf, dass die heutigen Galaxien nur noch müde Lämpchen sind, verglichen mit, nein, nicht müde, einfach nur noch halb so hell scheinen, wie die Galaxien vor 2 Milliarden Jahren. So macht man das, ja. Im Bereich war noch eine Frage. Auch nochmal danke für den Vortrag, der war ja auch sowohl nachdenklich als auch witzig. Die Frage, die ich hätte, ist, Sie haben da so eine Temperaturkurve aufgezeichnet über Hunderttausende von Jahren, aber wie hat man das genau festgestellt? Messen konnten wir es nicht, die Dinosaurier hatten keine Thermometer. Man kann die Temperatur relativ genau feststellen, seit es ein bisschen größere Lebewesen gibt, anhand der Sedimente, die man findet. Und daraus kann man schließen, wie warm es zu der Zeit war.
Also ich bin nicht Geologe, ich kann das nicht, aber das, die können das. Was früher war, bevor man richtig Sedimente hat, kann man zum Teil noch aus Isotopenverhältnissen ableiten. Aber auch das könnte ich nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist, die untersuchen Sedimente, die eben so alt sind, und schließen daraus, wie warm es war zu der Zeit. Anhand der Lebewesen, die sie finden, anhand ja, der anderen Ablagerungen, die sie finden. Im oberen Bereich. Ich wollte fragen, wären dann die ganzen Planeten perfekte Kugeln, wenn es diese Kollisionskörper nicht gäbe? Also wenn nichts mit den Planeten kollidieren würde, wären die dann wunderbare Kugeln? Also Himmelskörper sind nur Kugeln, wenn sie eine gewisse Größe haben und wenn sie irgendwann mal mindestens im Inneren flüssig waren, oder? Sie brauchen eine Drehbewegung und eine Zentrifugal- oder Zentripetalkraft, um so ein kugelförmiges Ding herzustellen. Kometen zum Beispiel sind ja sehr nicht kugelförmig. Der Jury, der hat das, sah aus wie eine Ente. Also sie brauchen eine gewisse Größe und die Größe muss so sein, dass am Anfang das Innern des Planeten flüssig ist, mindestens am Anfang. Und dann, selbst dann gibt es wahrscheinlich noch Unterschiede, weil das Material nicht genau überall gleich dicht ist, nicht die gleichen Elemente man überall hat. Vorhin, in der ersten Reihe, genau. Zweiten Reihe, Sie genau. Ja, schönen Dank für den tollen Vortrag. Ich hätte die Frage mit den Sternen, die immer wieder entstehen, vergehen, wieder Material für andere Sterne ergeben. Was ist mit dieser Energie von dem Universum? Bleibt das quasi immer gleich oder ist es am Ende ein Perpetuum mobile abgeschlossen und dreht sich immer weiter in diesem Kreislauf? Nein, eben, also das ist die die Energie bleibt im Prinzip erhalten, das heißt, es wird aus Energie Materie, aus Materie dann wieder Energie. Und das ist nicht ein Perpetuum mobile, sondern geht immer nach mehr Ungeordnetheit eigentlich. Das ist so ein physikalisches Prinzip. Und darum wird es am Schluss auch dunkel. Das ist dann nicht mehr so gut geordnet, ja. Erst hier oben und dann die Mittelreihe. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich auch für den Vortrag sehr herzlich bedanken. Ich habe eine Frage und zwar ganz am Anfang Ihres Vortrages haben Sie ja an der Zeitleiste gezeigt, dass es relativ am Anfang jetzt die neue Beobachtung ist, dass man auch da schon Galaxien hat. Ja. Und jetzt ist die Frage, welche Qualität diese neue Beobachtung hat, ob die sozusagen wie eine Art Schaufenster praktisch ein neues Gebiet erschließt, wie etwa vielleicht der Fotoeffekt in der Quantenmechanik oder ob sich das in die bestehende Theorie des Standardmodells einbetten lässt. Ich glaube, das ist noch zu früh zum Sagen, aber es ist ganz klar, die Urknalltheorie, wie sie heute existiert, ist im Moment unter Druck. Ich bin nicht Kosmologe, aber die erste Indikation ist, dass die Hubble-Konstante nicht mehr stimmt. Die Hubble-Konstante, die gibt die Beziehung an zwischen Distanzen zwischen Galaxien und die Geschwindigkeit. Das ist eine lineare Gleichung, hat eine Konstante, die heißt Hubble. Und die kann man auf zwei Arten bestimmen, indem man direkt beobachtet oder indem man aus der Hintergrundstrahlung des Urknalls das herleitet. Und bis vor kurzem gab das wunderschön dasselbe. Und jetzt nicht mehr, weil man zu genau messen kann. Die Messungen sind zu gut, oder? Und jetzt innerhalb von Fehlern stimmt es eben nicht mehr. Und das ist der erste Hinweis, dass etwas faul ist mit dem Standardmodell. Und ich glaube, der zweite Hinweis kommt jetzt vom Hubble.
vom James Webb Teleskop. Aber die Beobachtungen sind so neu, da gibt es noch keine neuen Theorien. Das heißt, es gibt viele, aber noch keine, die wirklich das erklären kann. Ja. Bleiben Sie dran, oder? Ich nehme an, in den nächsten paar Jahren werden wir mehr wissen. Ja. Dann hier im Mittelbereich. Auch von mir nochmal ein Dankeschön. Und die Frage, gehen wir ein bisschen näher wieder ran, Erdgeschichte, organische Chemie, Sie haben so erwähnt, draußen kann doch das eine oder andere noch stattfinden. Was ist denn so der aktuelle Konsens? Wie viel haben wir denn jetzt importiert bekommen und was ist tatsächlich auf der Erde unter unseren Bedingungen entstanden? Ich erinnere mich noch an Experimente, man kann irgendwie Aminosäuren aus dem Nichts im Reagenzglas züchten und ich meine, es war, glaube ich, Hoyle, der gemeint hat, nee, das kommt alles von draußen und nur durch einen Asteroideneinschlag haben wir überhaupt organische Chemie gekriegt. Wo stehen wir denn da heute? Also ich glaube, da hat die Rosetta-Mission wirklich jetzt viel Fortschritt gebracht. Eben, ich war im Massenspektrometer involviert, oder bin immer noch Massenspektrometer, das die flüchtigen Materialien gemessen hat. Und ich kann Ihnen einfach sagen, der Komet ist voll von Organisch, inklusive Aminosäure. Das gibt es auf ganz primitiven Körpern, wie ein Komet ist. Wir finden jede Menge Organisch. Und wenn wir schauen, wie viele organische Materialien wir haben, und dann das Xenon, das ist eine andere Geschichte. Aus dem Xenon können wir sagen, wie viele Kometen wahrscheinlich auf die Erde gefallen sind. Dann kommen wir zum Schluss, dass mehr organisches Material von Kometen geliefert wurde als die heutige Biomasse. Und damit wird das schon wahrscheinlicher. Vor allem, weil wenn Sie das im Wasser machen, im Meer, dann ist die Konzentration nie lange groß. Das wird sofort verdünnt. Also die Theorie, dass es von außen kommt, die organischen Materialien, nicht das Leben, die ist schon substanziell. Ja, ich blicke in die Runde. Ganz hinten ist noch eine Frage. Ja, von mir auch nochmal. Herzlichen Dank für den Vortrag und meine Frage wäre, warum denn überhaupt so viele verschiedene Lebensformen entstanden sind? Hat mit der Evolution zu tun, oder? Die Erde war dann, das Klima auf der Erde war nicht immer überall gleich. Und ich glaube, je nachdem, wo sie sind, haben sie eben dann eine andere Entwicklung. Aber wie genau, das weiß ich auch nicht. Wieso wir so viele schöne Lebewesen haben?